Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Sind wir noch alleine? Ja. Ich hab's ein bisschen verkackt, würde ich es mal nennen. Ich stürze so aus. Kennt ihr im Nether die Wither-Skelette? Ich hab mit denen ein bisschen gekuschelt in der Nähe von Lava. Alles ist verbrannt, habe jetzt eben nochmal alles neu gecraftet, nochmal neu gefarmt. Ja. Haben wir schnell ein neues Ender gemacht. Wer es nicht weiß, wie es geht, Dark Steel, ein Obsidian, Pulverized Coal und Iron Ingot, mehr ist es nicht. Ja. Ich würde sagen, erinnert uns jetzt nicht daran, dass wir jetzt hier zwei Ender Tanks machen. Ender Tank, 1, 2. Wolle, komm. Die können wir gleich eh noch weiß färben. Ja, wo habe ich die Jan jetzt hingepackt? Ich glaube, ich weiß, wo ich die Jan hingepackt habe. Ich schalte ruhig mal ganz kurz die Aufnahme und farm neues. Das wird ja jetzt nicht nur mal antun. Oder bin ich wieder? Ich muss gerade noch mal irgendwas aufreißen. So, ich habe jetzt mal gerade 43 Obsidian geholt. Das war jetzt wirklich außen rum oder? Ne, nur da. Okay. So und so. Hier ne, das. Und dann ein Cauldron, okay. Zwei Cauldron. Einmal. Und zweimal. So. Den schicke ich mir ganz schnell auf und den hier. Hier haben wir doch bestimmt noch. Ja, hier ist noch der Diapack X. Machen wir das mal gerade weiß, weiß, weiß. So, so, so. Ich bin gerade überlegen, wo wir dann die Lavapumpen aufstellen. Die könnten wir dann noch hier hin klatschen. Okay. Ich frage mich mal nicht, wieso da noch. So ist es aus, jetzt wäre was drin. Aber gut. Würde ich sagen, setzen wir. Ah, wie machen wir das? Das ist eine gute Frage. Wenn wir den hier hinsetzen, könnten wir den so rauspumpen lassen. Ja, so machen wir das. Gut, dann machen wir noch ein paar Kabel. Einmal für Redukte und ein Energy Conduit. Und wir gehen zurück in den Nether. Reinkommen kann da ja gerade auch nichts, außer ich bin. Also alles, was reinkommen kann, ist mir egal. Ich schätze mal, diese Folge wird dann auch jetzt am Dienstag kommen. Ach ja, komm. Irgendwie hackelt der Server gerade ein bisschen, das gefällt mir nicht. Wegkommen. Alter. Ja, ist gut. Frisst deine eigene Medizin. Und ich glaube, ich habe was vergessen. Ich habe einmal vergessen, das darf ich fahren. Ah, dann bauen wir das mal grundlegend auf. Das muss ja noch irgendwie gepowert werden. Und ich fliege schon mal ganz, ganz schnell zurück. Heute vergesse ich aber auch echt alles.
Bitte sag mir, hier ist noch was drin. Ich will's. Zweifel ist? Natürlich nicht. Alter, ich bin heute so verpeilt. Ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge erwähnt habe, habe es schon wieder vergessen, aber ich bin momentan ein bisschen noch krank geschrieben, bin erkältet und naja. Noch nicht so komplett auf dem Berg. Ich war gerade wieder derbe verpeilt. Ja, komm, auf mal gerade einen neuen. Und eine Jeta-Winch brauche ich wieder. Electrical Steel, das war wie? Ja, Silikon und Kohl. Ja, genau. Nein. Ja, mach einfach gerade schnell, es geht ja easy going. Duck, duck, duck. Und in der Mitte so ein Basic hier, das waren Sticks und ja. Oi. Ich glaube, nach der Folge darf ich aber auch schon wieder aufhören mit dem Aufnehmen. Tut ja schon wieder langsam der Hals ein bisschen mit weh. Zwei. Und drei. Und drei. Aber jetzt. Jetzt. Ja. Oh, ich bin ein Profi darin. So. Und jetzt halt wieder zurück. Ich glaube, wir können uns dann auch so einen kleinen Tank aufstellen. Und weißt du was? Wir machen das gleich mit so einem Bedrock hier und Rum. Dann füllen wir da noch das Lava ein. Damit wir nochmal ein bisschen Lava auf Vorrat haben. So, das haben wir da unten aufstehen. Ich würde schon gesagt haben. Okay, der extracted auch das Signal, der insertet das Ganze, ja, und da sieht man auch schon, es pumpt, sehr schön, da müssen wir jetzt nur noch zu Hause die Lavapumpen aufstellen. Dann haben wir auf jeden Fall noch eine zweite Energieversorgung. Und ja, da war ein Creeper. Und wir müssen uns auch eigentlich ganz QED wagen. Zu machen, ich habe keinen Bock auf Besucher. Okay, Lava kommt hier an. Duff, duff. Duff, duff. Drei, vier. Ja, wieso muss ich das jetzt hier nicht verbinden? Ach. Einmal den Lavafluss unterbrechen. Bestimmt schon, weil da eine Flüssigkeit drin war. Ja. Extract raus das Signal. Ah, jetzt füllt sich das auch auf. Hier ist nur noch die Energy Conduits, die können wir ja ganz easy dann da der Leitung verknüpfen. Eins. Ach, weißt du was? Eventuell das dann schon kompakt haben. Mal dazu, wenn man diese schon ineinander packen kann. 4, 6. Und jetzt sollten wir noch eine zusätzliche Energieversorgung haben.
Und wir sind jetzt nicht mehr komplett abhängig vom Atomreaktor. So. Und wie gesagt, ich wollte auch noch schauen, dass ich ein bisschen was zusammenpack, behalte. Oder gesagt, wir. Deswegen machen wir jetzt mal so ein Bedrockium Drum. Brauchen wir jetzt zwar ein Cauldron, zwei Pressure Plate. Und Bedrockium. Wow, aber leck. Für Bedrockium brauchen wir einiges an Cobblestone. Oh, vielleicht reicht das überhaupt. Wie viel brauchen wir für ein? Ich glaube, das können wir vergessen. Ich glaube, ganz ehrlich, das können wir vergessen. Ja, wenn das nicht genug ist. Ne. Gut. Habe ich mich vertan, schaffen wir nicht. Was können wir noch aufbauen? Ja, Sneak Tank. Ja, kann ich den Different DC Factory, den mag ich aber nicht. Robot. Drum. Oh, das passen 30, 50 Buckets rein. Ja, dann lassen wir das erstmal. Dann verstehe ich jetzt mal die hier und das. Ah, jetzt haben wir aber noch 10 Minuten oder 8. Hm. Ich kann gleich mal überlegen, was ich machen kann. Das ist ja was, tut mir leid, aber ich glaube, ich beende jetzt doch die Aufnahme schon. Ich fühle mich gerade wieder ein bisschen sehr schlecht und naja, ich habe keinen Bock, mich dann in die Aufnahme auch später reinzuzwingen. War sogar noch Tagsziel. Machen wir einfach in der nächsten Folge weiter mit dem MB-System. Oder wer weiß, was wir machen. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Erstmal danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ich Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.